Herzlich willkommen zurück zu Cyberia The World Before. Jetzt seht ihr das einmal hier. Ich wollte das unbedingt einmal zeigen, dass jetzt sich hier das Intro verändert hat. Also wenn ich hier weiterspielen will, sehen wir jetzt nicht mehr Dana, sondern Kate. Und ich finde das irgendwie cool, dass das auch mit eingebaut wurde, dass wirklich die Charaktere hier sogar wechseln. Ja, das musste ich unbedingt einmal zeigen. Und auf jeden Fall geht es jetzt in der Story weiter. Ach so, muss ich das jetzt vorlesen? Wagen, Blumenviertel, Herbst 2005. Herbst 2005, fest entschlossen, ihr Versprechen an Katjuscha zu halten, hat Kate es nach einer langen Reise bis nach Wagen geschafft und sich ein Zimmer im malerischen Gasthof Dombre genommen. Jetzt muss sie der einzigen Spur folgen, die sie hat, der Bilderrolle, die das Gemälde ihrer mysteriösen Doppelgängerin enthält. Cool, dass man hier nochmal so eine Zusammenfassung erhält, was vorher passiert ist. Und da haben wir sie wieder zurück, unsere Kate, die jetzt auch wieder aussieht wie Kate. Okay, schauen wir uns die Sachen hier erstmal an. Schlagzeilen, illegales Bergwerk aufgelöst. Ach, das war auch noch illegal. Oh Wunder. Kriegsbeute im geheimen Salzbergwerk entdeckt. Die Entdeckung eines ungenehmigten Salzbergwerks in der Eisernen Taiga hat sowohl Menschenrechtsaktivisten schockiert, als auch die Kunstszene elektrisiert. Berichten zufolge hat die Polizei aufgrund eines Hinweises eines ehemaligen Zwangsarbeiters in dem illegalen Untergrundunternehmen eine Razzia durchgeführt. Zwangsarbeit war allerdings nicht die einzige Überraschung, die die Polizei dort erwartete. In einer der Höhlen entdeckte sie eine Lokomotive mit mehreren Waggons voller im Krieg erbeuteter Kunstschätze. Die vermissten Meisterwerke und anderen wertvollen Kunstgegenstände wurden angeblich im Zweiten Weltkrieg durch die braunen Schatten gestohlen. Der Fund wird auf mehrere hundert Millionen Dollar geschätzt. Polizeipräsident Viktor Palinski sagte, die Betreiber und Schergen wurden verhaftet und das Bergwerk stillgelegt. Die Zwangsarbeiter wurden identifiziert und können nach ihrer Untersuchung im Krankenhaus zu ihren Angehörigen zurückkehren. Also heißt es, wir sind einen Tag vorher geflüchtet und danach kam die Razzia und man wäre so oder so wieder frei gewesen. Dann hat sich ja das Opfer von Katjuscha gar nicht gelohnt hier. Das ist ziemlich bitter. Also ich an Kates Stelle wäre ziemlich sauer, wenn ich das lesen würde. Naja. Laut einer Quelle aus einem Krankenhaus berichteten viele Zwangsarbeiter, dass sie gar kein Salz abbauten, wie ursprünglich angenommen, sondern Elfenbein und andere seltsame Artefakte. Die Polizei möchte dies bisher mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen noch nicht kommentieren. Bezüglich der Beutekunst fügte Palinski hinzu, wenn unser Expertenteam die gestohlenen Gegenstände katalogisiert und identifiziert hat, wird es eine schwierige Aufgabe werden, sie ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückzugeben. Allerdings müssen Polizeipräsident Palinski und sein Team die Eigentümer vieler dieser Gegenstände vielleicht gar nicht lange suchen. Die Behörden haben bereits hunderte von Anfragen von Menschen aus aller Welt erhalten, die behaupten, beweisen zu können, dass es sich bei den Kunstwerken um gestohlene Familienerbstücke handelt. Naja. Okay, gehen wir hier mal weiter. Gut. Dann fange ich besser mal an, nach Läden für Künstlerbedarf mit dem Namen Müller zu suchen. Hey, ich wollte aber noch mehr mich umschauen. Die drei Geschäfte ankreuzen, aus denen die Bilderrolle stammen könnte. Naja, Fischhändler, Gourmet, Müller und Merck, Fahrradgeschäft, Pfandleier, Apotheke, Uhrwerke, Antiquitätenhändler. Naja, gibt es noch andere Seiten? Nein, oder nur die? Gut. Dann fange ich besser mal an, nach Läden für Künstlerbedarf mit dem Namen Müller zu suchen. Okay, und wir haben nur diese Seite, ja? Wir haben Hutmacher, Fischhändler, Gourmet, nee, Fahrradgeschäft, Pfandleier, Uhrwerke, Pralinen, Antiquitätenhändler. Das wäre doch was. Dieser Laden ist wohl so gut wie jeder andere. Kann man denn... Gibt es sonst keine andere Seite? Okay, gut. Also sollen wir tatsächlich hier drei... Ich würde sagen, so ein Uhrwerk... Also es gab ja ganz viele diese Uhrwerke in Wagen, als wir mit Dana rumgelaufen sind. Vielleicht könnte man da noch was erfahren.
Und vielleicht hier so ein Pfandleiher? Oder? Ich schaue mir das nochmal an. Machen wir jetzt einfach. Einer der Läden kommt mir falsch vor. Ich sollte die Auswahl ändern. Einer ist falsch. Ja, dann wahrscheinlich der Pfandleiher, oder? Pralinen. Aber nichts passt. Es wird ja wohl kein Fahrradgeschäft sein oder so. Hutmacher, Apotheke, Nahrung, Vögelpflege. Probieren wir mal das. Bei einem der Läden bin ich ziemlich zuversichtlich. Hä? Also löschen. Also war das nicht das Richtige? Also der Pfandleiher war wohl richtig? Bei zwei der Läden liege ich richtig, glaube ich. Okay, Nur den falschen muss ich noch ändern. dann ist es wahrscheinlich das Uhrwerk, was nicht richtig ist. Weil der Antiquitätenhändler müsste ja richtig sein. Machen wir mal hier Restaurant. Sieht aus, als hätte ich es fast geschafft. Ich muss nur eine Auswahl überprüfen. Okay, dann ist es nicht. Dann machen wir. Ich gehe jetzt einfach alle durch. Bei zwei der Läden liege ich richtig, glaube ich. Okay, nein, ist falsch. Fahrradgeschäft. Einer der Läden kommt mir falsch vor. Ich sollte die Auswahl ändern. Alles klar, Apotheke. Sieht aus, als hätte ich es fast geschafft. Ich muss. Mann, ich habe schon fast alles durch. Diese drei sind eine gute Basis, mit der ich arbeiten Aha, kann. okay, der Vielleicht kann ich Gemischwaren-Laden. ja mit Hilfe der Karte ein paar ausschließen. Wow. Die drei Läden auf der Karte finden. Was haben wir denn da? Automaten. Oh, wie cool. Woher weiß ich denn? Warte mal. Wo die sich befinden. Muss ja, stand da irgendwas mit bei? Antiquitätenhändler. C4. Da steht das hier. E5, D3 und C4. Schauen wir erstmal nach C4. C ist hier und dann 4. Ach da. Okay, macht Sinn, Antiquitätenviertel. Ha. Gut. Vielleicht kam die Bilderrolle aus diesem Laden. Dann hatten wir D3, ne? Also hier D und dann 3. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber es sieht danach aus. Sie hat jetzt nichts dazu gesagt, ne? Jetzt haben wir hier C4, D3 und E5. Einmal rüber. E5 wäre ja direkt hier. Okay, es ist am wahrscheinlichsten, dass eins dieser drei Geschäfte die Bilderrolle verkauft hat. Jetzt muss ich das Richtige auswählen. Also am meisten gehe ich ja wirklich davon aus, dass es hier der Antiquitätenhändler ist, ne? Das würde am meisten Sinn machen. Dieser Ja. Antiquitätenladen ist vermutlich meine beste Chance. Die Adresse behalte ich besser. Antiquitätenhändler Müller und Sohn. Geöffnet von 9 bis 19 Uhr, C4. Warte mal, C4. Ja, C4. Okay. Die Seite, die ich aus dem Telefonbuch im Gasthof herausgerissen habe, da steht, dass der Laden Müller und Söhne im Antiquitätenviertel von Wagen zu finden ist. Ja, und das ist klar. Ich muss nur das Bild aus meinem Zimmer holen. Dann kann ich los und es dem Antiquitätenhändler zeigen. Alles klar, okay. Aber wir müssen uns natürlich erstmal weiter umsehen. Irgendwie erinnert das mich hier so ein bisschen an Cerberia, an den ersten Teil, wo sie da in Valladolid angekommen ist und in dem Hotel war. Da gab es ja auch so hier so eine kleine Rezeption. Okay, hier ist es mehr, sieht mehr nach einer Bar aus. Und dann gingen halt so Treppen hoch. Also ich mochte das ja damals voll gerne. Hier ist es sehr ruhig. Seit ich gestern angekommen bin, habe ich noch keinen Gast getroffen. Ist mir nur recht. Okay, zack. Jetzt verstehe ich, warum dieser Stadtteil Blumenviertel heißt. Joa, Grünzeug gibt es hier auf jeden Fall. Man kann hier raus, ich will aber noch nicht raus. Oh wow, ist das jetzt ein PC oder so?
Tatsächlich, man kann hier suchen. Ich schaue mir das mal an. Stadt Müller, Geschäft Müller. Ey, wie cool. Lumine.us Lage, Wagen, Ostertal. Wagen ist die Hauptstadt von Ostertal, einem kleinen Land in Mitteleuropa mit einer Einwohnerzahl von 9 Millionen. Die Stadt, liegt am Fluss Dombre, dem drittlängsten Fluss Europas, und ist von den Alpen umschlossen, die es von der Schweiz trennen. Als viertgrößte deutschsprachige Stadt der Welt ist Wagen berühmt für seine Geschichte, deren Wurzeln bis ins 6. Jahrhundert zurückreichen, sowie für seine starke vom Jugendstil beeinflusste Architektur. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Wagen durch einen Großbrand vernichtet und während seines Wiederaufbaus stark mechanisiert. Seither finden sich in der Stadt zahlreiche Kuriositäten, die Generationen von Reisenden und Touristen faszinieren. Die Bevölkerung, die heute auf 1,5 Millionen Einwohner geschätzt wird, schrumpfte während des Zweiten Weltkriegs stark. Wie der Rest von Ostertal wurde auch Wagen von den Faschisten der braunen Schatten annektiert. Es folgen Repressalien gegen die große örtliche Wagerana Gemeinde, bis diese im Zuge des Genozids in ganz Europa während der folgenden Jahre komplett ausgelöscht wurde. Krass, sie wurden komplett ausgelöscht. Die Anzahl der Todesopfer unter den Wagener Wageranern wird auf über 100.000 Menschen geschätzt. Heftig. Viel zu viele Ergebnisse. Ich würde den richtigen Laden nie finden. Gut, dass ich Frau Wagners Dokumente habe. So. Okay, zurück. Schauen wir uns das Ausland einmal an. Eiserne Tiger. Okay, die Eiserne Taiga ist eine Region in Osteuropa, die größtenteils unerschlossen geblieben ist. Sie ist hauptsächlich für ihre Rolle als Verteidigungslinie zur UdSSR während des Kalten Krieges bekannt. Sowjettruppen schickten eine große Anzahl schweren militärischen Geräts in die Region, um mögliche Angriffe der NATO abzuwehren. Viele dieser Gerätschaften wurden nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zurückgelassen und verfielen oder wurden von Schrotthändlern und Waffenhändlern zerlegt. Die Region verfügt über reichhaltige Salzvorkommen und ist von kleinen Industriestädten durchzogen, die mit dem Ausbau des Bergbaus entstanden. Dieser erfuhr während der Perestroika oder Restrukturierungsära, als die sowjetische Industrieinfrastruktur Stück für Stück an den Privatsektor verkauft wurde, einen starken Rückgang. Einige Bergwerke blieben offen, wurden aber Schauplatz für zwielichtige Geschäfte des organisierten Verbrechens oder identitärer Splittergruppen. Ja, das kommt uns ja bekannt vor, ne? Gut. Okay, mehr gibt's hier. Ah, zu Orte nicht. Posteingang öffnen. Drei Jahre lang keine E-Mails gelesen. Ich sollte wohl meinen Posteingang aufräumen. Ah, schon besser. Okay, gut. Irgendwo ist es ja süß, dass das auch möglich ist, ne? So. Nachrufe. Oh, wir können noch Sarah Walker. Ja, ihre Mutter, ne? Lassen wir mal hier schauen. Mein Gott, Moms Begräbnis war vor Monaten. Oha. 25. August 2003. Nach langer Krankheit ist Sarah Walker am 23. August 2003 im Alter von 65 Jahren von uns gegangen. Sie war kulturell sehr aktiv, speziell im Bereich Oper und bei allen Nachbarn und Freunden beliebt. Jeder, der sie kannte, wird sie in glücklicher Erinnerung behalten. Sarah war die Mutter der brillanten Rechtsanwältin Kate Walker, die seit ihrem Aufbruch nach Europa vor über einem Jahr nicht mehr gesehen wurde. Sarahs Bestattung wurde um eine Woche verschoben, in der Hoffnung, ihre Tochter noch zu erreichen, damit Miss Walker rechtzeitig nach Hause kommen kann, um Abschied von ihrer Mutter zu nehmen. Olivia Foster, eine langjährige Freundin der Familie, lädt alle, die Sarah Walker die letzte Ehre erweisen möchten, zu einem Gottesdienst am 28. August um 14 Uhr ein. Olivia und ihr Ehemann Dan bedanken sich herzlich bei allen, die mit ihnen in Trauer vereint sind, sowie Frank Malkovich und dem Personal des Mount Sinai Hospital. Olivia,
hat tatsächlich den ehemaligen Freund, mit dem sie im Grunde Kate betrogen hat, geheiratet. Okay, schon krass. Und dieser Frank Malkovich ist ja auch aus dem, oh, aus welchem Teil war der? Ich glaube, der war aus dem zweiten Teil. Nee, der, oder war der aus dem ersten? Der war aus dem ersten Teil, Frank Malkovich. Weil der war ein Bekannter von Helena, der Opernsängerin. Und da haben wir ja noch mit der Mutter telefoniert und sie hat den Hörer an Frank Malkovich weitergegeben. Also der hat wohl weiter zu ihr gestanden, ne? Krass. Also das finde ich schon ein bisschen schön, dass man wenigstens so einen Zusammenhang zu den vorherigen Teilen jetzt bekommt. Dann schauen wir mal, ob wir was zu Katjuscha finden. Ich wünschte, du könntest bei mir sein, Katjuscha. Wir hätten den Laden gemeinsam gefunden. Oha, gefallenes Idol verschwindet. 14. Januar 2001. Katerina Spiridonowa, das einstige Idol der sowjetischen Jugend, wird vermisst. Das auch als Katjuscha bekannte Wunderkind hat schon in jungen Jahren im prestigeträchtigen Sowjetchor gesungen. Oh, sie war Sängerin? Viele ihrer Landsleute waren zu Tränen gerührt, als sie über den staatlichen Radiosender ihre Version des berühmten Liedes hörten, dem sie den Spitznamen Katjuscha verdankt. Dieser Kosename ist kein Zufall. Tatsächlich hatten Katjuschas Eltern, treu ergebener Parteifunktionäre, ihr Leben mit dem Ziel geplant, sie zur Vorzeigegenossin zu machen. Doch als sie zu Jugendlichen heranwuchs, begann Katjuscha zu rebellieren. Sie wechselte von einer mehr oder weniger radikal-libertären Gruppe zur nächsten und endete schließlich im Widerstand gegen die bestehende Ordnung. Sie setzte sich für die Rechte von Frauen, Homosexuellen und allgemein allen unterdrückten Minderheiten ein. Anfang der 2000er nahm ihr Widerstandsgeist in Form einer Punkband, die Katjuscha mitbegründete, Gestalt an. Ihre provokanten Texte und ihre Parodien patriotischer Lieder fand ein Echo in Kreisen mit liberalen Tendenzen im Westen. Offenbar verschwand die junge Frau vor einigen Tagen unter ungeklärten Umständen, als sie mit einem alten Lieferwagen der Band nach einem Konzert auf einer Landstraße unterwegs war. Das verunglückte Fahrzeug wurde am Grund eines Flusses gefunden. Eine Quelle der Polizei bestätigte allerdings, dass Katjuschas Leiche nicht gefunden wurde. Alles deutet jedoch darauf hin, dass sie von der Strömung fortgetragen wurde. Dem widersprechen die Mitglieder von Katjuschas Band. Die jungen Frauen behaupten, dass das Verschwinden ihrer Bandleaderin von ihren politischen Gegnern arrangiert wurde, um ihre Freundin zum Schweigen zu bringen. Es gibt allerdings nichts, was diese Verschwörungstheorien stützen würde. Wow, krass. Aber ich finde das echt richtig gut, dass man hier jetzt ihre Vorgeschichte wenigstens erfährt, ne? Schon gut gelöst worden. So, Organisation. Über die braunen Schatten kann man noch was lesen. So, die braunen Schatten. Der Ausdruck, die braunen Schatten, bezeichnen die Welle des Nationalsozialismus, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über Europa hereinbrach. Dieser trat erstmals in den 20ern in Mitteleuropa zutage. In den 30er Jahren gelangte er dort an die Macht und breitete sich in Folge über ganz Europa aus, was schließlich den Zweiten Weltkrieg auslöste. Neben zivilen und militärischen Opfern dieses Konflikts ist die rassistische Ideologie der braunen Schatten für den Völkermord verantwortlich, der zur systematischen, organisierten Auslöschung von Millionen von Menschen führte. Diese Völkermorde wurden systematisch und unerbittlich fortgesetzt, bis die Opfer von den alliierten Truppen befreit wurden. Also es gab wenigstens doch welche, die überlebt haben, ne? Das ist ja wenigstens etwas. So. Ich denke, wir haben hier alles uns angeschaut. Das Ganze war hier jetzt ein bisschen leselastig. Aber ich finde die Information schon sinnvoll, also dass man so ein bisschen was von der Vergangenheit auch erfährt, was passiert Hier ist ist. es sehr ruhig. Achso, das hat Seit man ich schon. gestern angekommen bin, habe ich noch keinen Gast getroffen. Das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Ja, wirklich. Seht ihr? Ich hatte recht. Das kommt einem so bekannt vor. Das erinnert einen total an Valerie Lenn. Oh, wie cool. Also hatte ich recht. Nicht umsonst kam mir das so bekannt vor. Der ganze Baustil hier. Oh, ich bin so begeistert. Sorry, Leute. Ich muss jetzt schwärmen. So, schauen wir uns erstmal hier alles Ich an. hoffe, es ist noch genauso ruhig, wenn ich zurückkomme.
Allein am Feuer sitzen klingt verlockend. Aber ist der Inhaber hier auch nirgendwo zu sehen? Kate, ich möchte hier rechts das Ding anschauen. Was ist das? Na? Na? Muss ich dann... Nee, so geht's auch nicht. Ah! Also ich muss sagen, die Steuerung ist zwar hier besser als im dritten Teil, aber trotzdem ein bisschen... Ob der noch heizt? Ein bisschen nervig. Oh. Oh, jetzt kann man sich alles so schön anschauen. Hm. Gut. Ach, hier ist das. Was haben wir hier? Entdecken Sie die Geschichte. Flyer, Wagen, Straße der Erinnerung. Oh. Weltkriegserinnerungsrundgang durch Wagen. Als Tribut an die Tausenden von Wageranern, die im Zweiten Weltkrieg durch die braunen Schatten deportiert oder getötet wurden, führt sie dieser Erinnerungsrundgang an die Hauptschauplätze der Kriegsgräuel. Planen Sie auf diesen bewegenden Spaziergang durch die Geschichte etwas Zeit ein, um schweigend innezuhalten. Er führt Sie an folgende Orte. Die Brücke der Nebel, das Viertel, das 1938 am meisten unter den schrecklichen antivageranischen Überfällen gelitten hat. Straße des Gedenkens im Musikviertel, wo Vageraner aus dem Ghetto zusammen mit denen, die versuchten, sie zu schützen, kaltblütig hingerichtet wurden. Und schließlich der Hauptbahnhof, wo tausende Unschuldige in Züge gepfercht und auf eine Reise in den Tod geschickt wurden. Wir werden sie nicht vergessen. Wow, also wir werden uns das alles anschauen, ne? Und ich will nur dazu sagen, also man hat hier jetzt jede Menge zu lesen, deswegen werde ich heute, also in diesem Part, jetzt auch nicht noch im Tagebuch lesen, weil wir wollen hier auch ein bisschen mehr sehen. Boah, hier ist so viel. Ja, nur, dass ihr es wisst, aber ich habe das Tagebuch nicht vergessen, das kommt dann später noch. Hans? Hans? Laut diesem Flyer ist er auf einer seiner Reisen nach Wagen gekommen. Ah, ja. Das haben wir ja mit Dana ja auch schon gesehen, ne? Mit diesem einen Flyer über die Automaten. Ist schon cool. Ich werde das jetzt einmal nicht vorlesen. Ne? Wer will, kann hier einmal kurz für sich bei YouTube Stopp machen und sich das einmal in Ruhe durchlesen, weil es ist doch relativ viel. Und hier ist jetzt hauptsächlich die Geschichte, ne, von Wagen. So. Gut, und was haben wir hier? Highlights in Wagen. Okay. Der Musikplatz, die Brücke, Antiquitätenviertel und Hauptbahnhof. Das sind auch die Teile, was wir uns hier schon durchgelesen haben mit der Straße der Erinnerung, ne? Das Gleiche. Wir werden uns ja das alles anschauen, dann nützt das einem auch nichts, wenn man sich hier alles durchliest. Gut. Ich hoffe, es ist noch genauso ruhig, wenn ich zurückkomme. Allein am Feuer sitzen klingt verlockend. Boah, das ist gerade mega nostalgisch. Also, krass. 1:1 sieht das hier aus wie in Valadilen. Oh, ein Gemälde von Wagen. Schön. Was haben wir hier? Ist das ihr Zimmer? Tatsächlich, ne? Ach so, das sollten wir ja mitnehmen, ne? Sollten wir das nicht mitnehmen? Also sie braucht auf jeden Fall ihre Geldbörse. Die mickrige Summe, die ich zusammensparen konnte, seit ich aus dem Bergwerk entkam. Joa. Perfekt. Ich muss das Gemälde nur zu dem Antiquitätenladen bringen, den ich vorhin gefunden habe. Vielleicht kann Frau Wagner mir sagen, wie ich dorthin komme. Okay. Aber ganz ehrlich, ich sehe keinerlei Ähnlichkeit zu unserer Kate. Ach, das Plektrum. Lassen wir das auch einfach liegen? Nehmen wir es nicht mit? Sonst kann man hier nichts machen. Nee. Der Stift dieser Federfüllhalter sieht genauso aus wie der von Dana, ne? Ich finde sie, Katjuscha. Wie versprochen. Und wir finden heraus, wer sie ist. Oder war. Okay. Sie hat ja richtig hier so Untersuchungen gemacht, ne? In der Nähe eines Berges gemalt. Von 1937. Das hat sie sogar schon herausgefunden, aus welchem Jahr das stammt. Ja doch, das stand da, glaube ich, mit drauf. Ich kann die Signatur des Malers nicht entziffern. Die junge Frau darauf, wer ist sie? Okay. Haben wir hier untersuchen?
1944 Eiserner Tiger. Das Gemälde war in Major Sütters Zug versteckt, von den braunen Schatten geplündert. Der Zug würde durch einen Erdrutsch verschüttet. Okay. 2004. Ich fand Major Sütters Zug mit Katjuscha. Das Bild wurde 1937 gemalt. Es wurde in einer Notenrolle aufbewahrt. Auf der Rolle steht der Name des Geschäfts Müller in Wagen. Und 2005. Ich muss diesen Laden namens Müller finden. Okay, hier sind wir stehen geblieben. Ich frage mich, ob das jetzt im Laufe des Spiels noch ergänzt wird, ob wir hier die ganze Zeit wieder zurückkommen. Oder ob das jetzt nur so eine einmalige Sache ist. Hübsch. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich solch traditionellen Komfort genossen habe. Wie war? Das Zimmer ist nicht so gemütlich wie eine Jukoljurte, aber dafür viel größer. Ja, und es sieht wirklich eins zu eins aus wie ein Valadilen. Ich liebe es. Ein Moment. Wie seltsam, hier in Wagen zu sein, nachdem ich monatelang auf einem Motorrad von Osten nach Westen gereist bin. Nachdem ich mich mit Hilfsjobs durchgeschlagen habe, um die Reise zu finanzieren und mir diesen Gasthof eine Weile leisten zu können. Zum Glück hat Frau Wagner mich trotz meines Aufzugs und meiner bescheidenen Mittel aufgenommen. Das waren noch Zeiten, als Marson und Lormont für meine Spesen aufkamen. Es kommt mir vor, als gehörten diese verblassenden Erinnerungen jemand anderem. Ich habe mich sehr verändert. Nach Moms und Katjuschas Tod hat die Suche nach meiner hypothetischen Doppelgängerin mich gepackt. Mich sogar getröstet. Und ich habe Katjuscha versprochen, sie zu finden. Und jetzt wieder diese schönen Perspektivwechsel. Dass man die Atmosphäre genießen kann und auch die Musik. Ich lasse das erstmal so ein bisschen laufen. Das Vögelgezwitscher. Ein Moment der Ruhe. Also ich bin von dieser Atmosphäre echt begeistert, ganz ehrlich. Und auch, dass man hier von außen dann die Geräusche hört, aber von innen nicht. Also die haben sich schon Mühe gegeben. Also da kann man echt nicht meckern, ganz ehrlich. An alle Kritiker da draußen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass so trotzdem die alte Kate irgendwie hier durchkommt. Weil das war meine größte Sorge, dass sie wieder einen völlig anderen Charakter machen. Gut, ich denke, wir haben hier alles. Wir können raus. Können wir auch in die anderen Räume rein? Ich glaube, das ist Frau Wagners Zimmer. Ah ja, okay, sie ist die Inhaberin. Ne? Warte mal, hier ist noch eine Karte, ne? So, das ist also... Ach, ich verstehe, warum die Wagner ihre Stadt das Herz Europas nennen. Sie liegt buchstäblich in der Mitte. Und auch ziemlich groß, ne? So in die Länge gezogen. Ich dachte, das wäre so ein einfach rundlichere Stadt. Wagen ist von den Alpen umgeben. Auf der anderen Seite liegt die Schweiz. Mhm. Da drüben liegt Deutschland. Wie weit wohl die Universität Barockstadt entfernt ist. Ah, Barockstadt. Das ist ja auch aus dem... Aus dem ersten Teil? Also die nehmen doch mehr Bezug auf den ersten Teil, ne? Oh, das finde ich so toll. Dann hat man wirklich dieses Gefühl, so ein bisschen back to the roots. Schon cool. Das ist nicht mein Zimmer. Da gehe ich besser nicht rein. Warum nicht? Aber okay, lass uns hier rausgehen. Oh, und die Lampe. Die sah auch cool aus. So, ich denke, wir können jetzt guten Gewissens rausgehen, oder? Oder kann man hier auch noch rein? Oh, hier ist auch noch eine Tür. Hm, das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Nein, das hatten wir schon. Sorry, Leute, manche Sachen sind hier doppelt und so, aber ich kann mir das einfach nicht alles merken, was ich mir schon alles angeschaut habe, weil es hier so viel gibt einfach auch. Hallo, meine Liebe. Oh, diese Architektur, ne? Oh, ich liebe es. Und Frau Walker, waren die Dokumente hilfreich? Ja, ich habe sogar den Laden gefunden, den ich gesucht habe. Herzlichen Dank, Frau Wagner. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Ihnen noch irgendwie helfen kann. Okay, fragen wir erstmal nach dem Gasthof Dombre.
Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen über Ihren Gasthof stellen, Frau Wagner? Oh, nur zu gern. Was möchten Sie denn wissen? Heute scheint es ruhig zuzugehen. Oh, um diese Zeit sind nie viele Gäste da. Also, ist das auch ein Gast? Oh ja, sie ist heute angereist. Eine ältere Dame aus England. Eine ehemalige Offizierin, wenn ich es recht verstehe. Aha. Angeblich ist sie in einer unangenehmen Angelegenheit hier. Ein Begräbnis, wie ich höre. Ach. Ja, Frau Walker. Und seit sie hier ist, hängt sie ständig am Telefon. Okay, ich habe sie gar nicht gesehen. Ich würde gern mehr über Sie wissen, Frau Wagner. Oh, da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen. Zumindest nichts Weltbewegendes. Aber Sie hatten doch sicher ein ereignisreiches Leben, oder nicht? Nun ja, ich bin kurz nach dem Krieg hier in Wagen geboren und habe es nie verlassen. Ich führte den Gasthof mit meinem Mann, bis er vor ein paar Jahren starb. Das tut mir leid. Also, nichts Bemerkenswertes. Andererseits haben wir auch nie das Abenteuer gesucht. Aber wir waren glücklich, mein Mann und ich. Ja, also ich muss sagen, diese Frau Wagner, sie ist irgendwie voll süß. Ich mag sie total. Das Zimmer ist perfekt. Danke vielmals. Sie brauchen mir nicht zu danken, Frau Walker. Es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass es den Gästen gut geht. Und es erscheint nicht jeden Tag mitten in der Nacht eine junge Dame aus Amerika auf einem Motorrad, die ein geheimnisvolles Geschäft sucht. Ich komme mir vor wie in einem Kriminalroman. Oh, süß. Ich habe ein paar Fragen zu Wagen. Gut, denn wenn Sie mich zur neuesten wissenschaftlichen Entdeckung befragen würden, hätte ich passen müssen. Aber was Wagen angeht, sind Sie bei mir richtig, meine Liebe. Was können Sie mir über das Viertel sagen? Es ist einer der ältesten Teile von Wagen. Ein Arbeiterviertel. Oh. Ich und ein paar andere Relikte, die hier wohnen, versuchen Modernisierung und Massentourismus aufzuhalten, wow, so gut wir können. Andere Viertel haben da nicht so gut aufgepasst. Und die Anwohner waren gezwungen, ihre Wohngegend zu verlassen, weil die Mieten so gestiegen sind. Also, ganz ehrlich, also ich finde das so, so schön und atmosphärisch, dass während sie erzählt, dann auch wirklich das eingeblendet wird, dass man eine Vorstellung von dem Viertel hat, dass das wirklich nur nicht nur reiner Text ist. Also ich muss sagen, diese Liebe zum Detail, bis jetzt bin ich einfach nur begeistert. Also ehrlich. Um ehrlich zu sein, hatte ich noch nicht wirklich Zeit, viel über Wagen und die Umgebung herauszufinden. Was muss ich wissen? Zum einen ist Wagen sehr alt und berühmt für seinen Charme und seine Kultur. Die Umgebung zieht hauptsächlich Bergsteiger an, da wir hier so nah an den Schweizer Alpen sind. Die Ufer der Dombre, des längsten Flusses im Land, sind ideal für Sommerfrischler. Wow. Das Geschäft, das ich suche, befindet sich offenbar in Wagens Antiquitätenviertel. Können Sie mir sagen, wie ich vom Gasthof aus dorthin komme? Da nehmen Sie am besten die Trambahn. Das Stadtzentrum ist eine reine Fußgängerzone. Da nützt Ihnen Ihr Motorrad nichts. Die nächste Haltestelle finden Sie oben an der Treppe, wenn Sie vom Gasthof aus nach rechts gehen. Mhm. Gut zu wissen. Meine Suche hängt eng mit der Region Wagen zusammen. Können Sie mir etwas von Ihrer Geschichte erzählen? Sehr gern. Ja, 1937 wäre ganz hilfreich. Die Frau, nach der ich suche, muss 1937 etwa 18 Jahre alt gewesen sein. War das ein wichtiges Jahr in der Geschichte von Wagen? Nicht, dass ich wüsste. Nein, ich bin kein Historiker und ich war damals noch nicht geboren. Ich weiß nur, dass es in den folgenden Jahren richtig schlimm wurde mit dem Zweiten Weltkrieg. Es muss also eine gute Zeit für faschistische Ideologien gewesen sein, in der die braunen Schatten bloß eine der Fraktionen waren, die an die Macht wollten, mit Hassparolen. Okay. Ich habe durch ein Gemälde, das im Zweiten Weltkrieg von den braunen Schatten geraubt worden sein muss, von der Frau erfahren, die ich suche. Nicht überraschend. Wagen und ganz Ostertal wurden kurz vor dem Krieg von den Faschisten annektiert und besetzt. Sie plünderten, raubten und brandschatzten alles, was sie konnten. Wie in allen besetzten Teilen Europas. Momentan fällt mir nichts ein. Danke für Ihre Zeit.
Sie dürfen jederzeit wiederkommen, falls Sie noch Fragen haben. Ah. Oh.